Hallo und herzlich willkommen hier nun bei der Livestream-Aufnahme, was hinterher auf YouTube kommt. Ich hoffe, es hat euch auch bei den Mookies gefallen, die dann auch kommen werden. Und es wird auf jeden Fall noch viele Aufnahmen zu Patch 3.3 kommen. Gruppenfoto. So, Vortempritter. Ich bin zwei so Seelen, ein Körper. Irgendwie immer im neuen Dungeon zu betreten. Das ist, glaube ich, das Geilste an irgendwie. Ey, wir machen gerade alle zusammen mit dem Background ein G-Pose-Foto. Lol, alles hier. Alle zusammen. Ja, wir stehen gerade hier und machen alle zusammen. Das ist Screenshot. Cool. Das ist cool. Und wie ist der Hotel? Mal gucken, was die Fotoren wieder wollen. Oh. Neue Mobs. Das habe ich noch nie gesehen, dass eine Random-Gruppe beim ersten Durchlauf sich hingestellt hat, um wirklich einfach mal einen Moment ein Bild zu machen. Wir haben gerade so ein geiles Bild geschossen, ich schick dir das mal eben. Hast du Nidhogg down oder wie? Nein! Einfach mitten im Dungeon, weil der Background so geil ist. LOL. Sie meint Circle. Stört es dich, wenn das gespoilert ist, dann zeige ich dir das eben. Cool. Guck mir das noch nicht an. Nein, nicht du. Allein, dass Leute es mitmachen, voll gut. Ist awesome. Aber die Viecher in Circle sind einfach. Also, die sterben ja easy. Oh mein Gott, wie cool. Ich muss euch kurz, der Soundtrack ist der Hammer. Glaube ich dir. Oh, please shut the fuck up. So. Mit Krill. Was Kinder. Das ist. Tasse Kinder. Das wird ein mega geiler Kampf. Ich bin jetzt schon interessiert, wie das ablaufen wird. Oh, Mist. Oh Gott. Alter, ich hasse mein Leben. Oh boy. Ja. Ich hasse es auch mal hier. Das ist. Ja, es fängt schon auch hier an. Hier, das ist. Was? Oh mein Gott, der Kampf ist ja Wahnsinn! Da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Was meinst du? Ja, vom. Du musst Laser? Logisch sogar. Du musst richtig reagieren, Logik anwenden. Jo. Meinst du Nidhogg? Nein, ich bin immer noch in Sog Eye. Boah, geil. Boah, Kai hier. Ich weiß schon. Alles dasselbe. Ich weiß. So. Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh fuck. So. So. Aber dieses Gesamt macht das Heilen so schwer, das glaubst du gar nicht. Das siehst du gar nicht mehr bei so vielen Leuten. Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sanctus Kupo. Hallo! Nein, wartet ihr schon lange auf uns? Keine Sorge, Alfino. Uns war nicht langweilig. Der Wirt hat uns reichlich von seinem köstlichen Glühwein eingeschenkt. Was für ein aromatischer Genuss. Geil.
Ja, Gibrillons Glühwein ist nicht nur wahnsinnig lecker, sondern die Kräuter darin beleben auch das? Geist und Körper. Der Wein war wirklich gut, aber wir sind nicht hier, um über Wein zu sprechen, oder? Da hast du recht. Kommen wir lieber gleich zur Sache. Es geht um Estinien. Habt ihr herausgefunden, was mit ihm geschehen ist? Dazu komme ich gleich. Lasst uns erst einmal rekapitulieren, was wir bisher wissen. Fangen wir damit an, was in Asislar passiert ist. Bitte korrigiere mich, wenn ich deinen Bericht falsch in Erinnerung habe. In dem Moment, als Estinien beide Drachenaugen in seinen Händen hielt, schrie er vor Schmerzen auf und nahm die Gestalt des Drachen an. Walker? Cowboy-Stiefel? Eben jene Drachenaugen befanden sich an der Rüstung, die Estinien in Falkenhorst trug. Ich wollte gerade sagen, blink mal. Und sie dienten nicht bloß zur Zierde. Ich habe gesehen, wie eine mächtige Ätheraura von ihnen ausströmte und Estiniens Äther fast vollständig erstickte. Ja, mach ich. Bedeutet das denn, dass Estiniens Verwandlung in Nitok tatsächlich endgültig ist? Das ist geil. Das ist keine voreiligen Schlüsse. Yshtola sagte doch fast vollständig. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Die Präsenz des schwarzen Drachen war zweifellos überwältigend. Aber ich spürte auch etwas Fremdes, das nicht zu ihm gehörte. Es ist auch immer irgendwie nur so am Patch Day, wo Leute. Yshtola hat dafür eine Erklärung. Was ich gespürt habe, war ein schwaches Bewusstsein, fast vollständig verdeckt von dem Hass des Drachen. Wow. Estiniens Bewusstsein? Ganz selten, dass Leute sowas machen. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsstil. Ja, ich glaube schon. Mit ihrer Gabe hat Krele die Gedanken Estiniens wahrgenommen. Auf dem Seine Seele existiert noch. Alleine. Also die Endhalle, du siehst ja die Farben schon. Vielleicht können wir Estiniens Seele befreien, indem wir die Drachenaugen entfernen. Was meint ihr? Boah, wie rasen gerade. Das ist schwer zu sagen. Schließlich hat noch niemand von uns versucht, zwei Seelen auseinanderzureißen, die einen Körper teilen. Solange es auch nur einen Funken Hoffnung auf Rettung gibt, werde ich nichts unversucht lassen. Ja, ich habe ein bisschen Vorteil. Okay, was heißt Vorteil, ne? Ich finde so, was heißt Vorteil? Ich teile deine Hoffnung, aber bedenke auch die Gefahren. Selbst wenn wir die Seelen trennen, wissen wir nicht, ob Estiniens Seele es überlebt. Und es könnte sein, dass derjenige, der die Augen entfernt, selbst von dem schwarzen Drachen beherrscht wird. Ich glaube, der Damage ist nicht dermaßen hoch. Danke für die Warnung. Dennoch muss ich es versuchen. Es macht einfach ich werde Estinien von den Drachenaugen befreien und darauf vertrauen, dass sein Geist stark genug ist, um das zu überstehen. Wenn du Mechanik oder so überspringen, dann siehst du die gar nicht. Und das ist dann schade. Das hatten wir mit Zeppe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... hier sind die Damen und Herren. Er hat gerade mal einmal dieses Kopo-Dings gemacht. Haben wir voll oft gehabt. Richtig oft. Ja, ich denke, da haben wir einiges übersprungen. Ein Bote der Tempelritter kam soeben zu unserem Anwesen. Und überbrachte die Nachricht, dass Großmeister Emmerich mit Herrn Alfino und der Kriegerin des Lichts sprechen möchte. Großmeister Emmerich? In Ordnung, wir gehen gleich zu ihm. Vielen Dank für die Nachricht. Wir kümmern uns weiter um unsere Nachforschungen. Unser Bade hat es echt geschafft. Gut, wir sprechen dann später weiter. Vielen Dank für eure Bemühungen. Oh, und geht mal ohne, also dann, bis gleich in der Kongregation der Tempelritter. In den Dungeon. Vor allem in den neuen. Ohne zu reparieren. Vor allem jetzt hat er nur noch 4000 HP. Wow, wow, Alter, Respekt. Bester Ding. Alfino wirkt ziemlich verbissen, wenn es um Estinien geht. Pass auf, dass er keine Dummheit begeht. Das ist aber auch mein Mitleid irgendwie. Aber der ist so lieb. Ihr seid entschlossen, euren Freund zu retten. Doch wird es euch gelingen. Mag ihn nicht kicken. Warum soll ich die kicken? Das wäre Schwachsinn. Wir sind beim letzten Boss. Also, den jetzt zu kicken, das wäre irgendwie ein Arschloch-Move. Zweiter Boss, let's go.
Oh, ist Pony. Ist Pony. Mhm. Die Friedensfeier in Falkenhorst hätte den noch zarten Bund zwischen Ischgardern und Drachen bekräftigen sollen. Obwohl, Ravanna, ja, warum gibt's eigentlich Vögel und keine Ponys? Ponys. Doch der Schatten Nitox, der sich des Körpers des Azur-Drachenreiters bemächtigt hatte, besudelte den Neuanfang mit dem Blut seiner eigenen Art. Oh, nichts, nichts Effektives. Mit dieser Tat machte er dem Volk von Ischgard unmissverständlich klar, dass der Drachenkrieg noch lange nicht vorüber war. Als die Angst unweigerlich in Zorn umschlug, dachte niemand mehr an Frieden. Das Volk forderte lauthals Nitox Tod. Das ist eine neue Aoi, die ich noch nie gesehen habe. Galopp. Interessant. Ah, cool. Quasar. Cool, Alter. Bin ich auch schon mal gleich gespannt. Die Instanz. Emmerichs letzte Hoffnung.